ganz herzlich zu einem wundervollen Dienstag. Ja, denkt man. Nein, es ist eigentlich eh alles okay. Grundsätzlich. Aber ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe nämlich versucht, oder nein, ich habe es nicht versucht, sondern ich habe es durchgezogen. Ich möchte nämlich das so einführen, dass ich die Luise so langsam, aber sicher abstille. Und vor allem nachts. Weil gerade nachts Zähne putzen, dies, das, stillen in der Nacht ist eh nicht so das Beste. Und gestern habe ich wirklich durchgezogen. Ich habe es doch schon einmal gemacht, da habe ich sie also nicht zum Einschlafen nicht gestillt. Und dann habe ich sie dann die Nächte danach... Wollt? Das bist du mit deinem Baby? Das Baby, das ist Ei. Aha. Sie ist ja einfach so... Magst du was erzählen? Magst du was sagen? Naja, auf jeden Fall gestern habe ich sie nicht in den also zum Schlafen gehen nicht gestillt. War natürlich mit viel Geraunze. Sie hat nicht geweint, aber sie hat halt so Fake-Weine. So. Und das hat sie, glaube ich, so 3-4 Mal in der Nacht gemacht. Also sie ist dann eingeschlafen. Dann ist sie wieder aufgewacht. Dann hat sie mich so gehauen. Ich soll wach werden. Und dann hat sie so... und dann immer so auf meinem T-Shirt herumgefummelt und so. Aber ich bin hart geblieben. Ich habe mir gedacht, natürlich zwischenzeitlich war ich so müde. Und habe mir gedacht, so einmal kurz stillen. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich muss hart bleiben. Und jetzt konsequent das durchziehen, weil sonst... wird es nie klappen. Ich möchte sie ja jetzt nicht komplett abstillen, aber zumindest in der Nacht. Weil ich das Gefühl habe, oder ich habe auf jeden Fall das Gefühl, wenn ich sie jetzt nachts abstille, dass sie einfach besser schläft und ich einfach besser schlafe. Also dieses Bett, das sie ja jetzt bekommen hat und so, das nutzen wir jetzt aktuell nur langsam zur Eingewöhnung, dass sie mal dort ein Mittagsschläfchen macht, so wie gestern zum Beispiel. Aber... noch nicht in der Nacht, ne? Weil sie halt noch öfters wach wird und dann halt an die Brust möchte. Und das möchte ich ihr jetzt halt abgewöhnen, so ganz langsam, dass sie so ein bisschen, ja, nicht mehr gestillt wird. Ich meine, hallo, sie kommt bald in den Kindergarten. So, meine Lieben, fertig beim Computer. Wir sind jetzt auch schon ready to go. Sind wir ready to go? Wie du aussiehst. Wir gehen jetzt auf jeden Fall die Mädels holen. Gehen wir die Mädels holen? Ich gehe mir jetzt mal die zwei Damen holen und schauen wir mal, wie die Temperatur so draußen ist. Angenehm. Angenehm, ist voll krass eigentlich. Man kann schon ohne Jacke rausgehen. Das ist schön. Lisa, warte noch. So, meine Lieben, schaut mal, wer zu Hause ist. Die Michelle, der kleine Clown. Der süße Clown. Nein, die Michelle ist der Gruselclown Pennywise von dem S. Ja. Hat sie sich heute selbst geschminkt in der Früh. Sehr cool hast du das gemacht. Ganz weiß angezogen. Und die Lara. Lara, wer bist du? Sag mal. Soll ich sagen? Die Lara ist Sky von Paw Patrol. Paw Patrol, Paw Patrol. Darf ich nicht singen? Wir haben jetzt auf jeden Fall noch schon ein Foto gemacht für Instagram. Und ja, wir wollten nämlich was Cooles machen. Wir machen das immer zu Fasching, gell? Ja. Ja. Was? Ist das für ein cooler Dance? So, wir haben das hier gemacht. Das muss ich das zurückschieben. Da, das ist übrigens Laras Kostüm. So schaut das aus. Perpetual. In der Früh habe ich sie so geschminkt. Hat ihr 2 Sekunden gefallen, bis es ihr nicht mehr gefallen hat. Und dann musste ich sie abschminken. Das war richtig spaßig. Gell, Lara, heute? Hast du ein bisschen weinti-weinti gemacht, gell? Ja, alles klar. So, jetzt gibt es auf jeden Fall mal Mittagessen. Heute habe ich, gekocht. Chinesische Nudeln. Ich habe Teriyaki-Soße genommen, ist okay?
Sojasauce. Und für mich habe ich Avocado-Sushi genommen. Hast du nicht Knoblauch so? Nein, ich habe nicht Knoblauch, weil die zu scharf ist. Sie wusste es nicht. Die ist nicht zu scharf. Die haben wir jedes Mal verwendet. Sorry. Entschuldigung. Und dann habe ich noch zur Nachspeise. Hallo, was ist jetzt? Ist schon gut. Hier bricht richtig ein Drama aus. Ist Lara, rutsch ein bisschen rüber. Komm. Ich muss. Ja, Schatzi. Die Lara nervt. Nein? Jetzt im Büro. Was ist dieses Babymausgesicht? Wir basteln jetzt die, also wir bereiten gerade die Geburtstagseinladungskarten. Für die Lara her. Wir haben beim Teddy, was ist jetzt, ich muss verbiegen. Wir haben beim Teddy das hier gekauft. Okay. You see it. Schön, oder? Prinzessinnenparty. Weil die Lara feiert ihren Geburtstag bei McDonald's unter dem Motto Prinzessin. Und Moment. Auf jeden Fall habe ich das jetzt gekauft. Das sind ja 6 Einladungskarten mit Umschlag. Mit Jürgen. Lara. Und ich habe jetzt, ich habe auf jeden Fall hier schon was vorgedruckt. Einfach Datum, Uhrzeit, meine Telefonnummer. Ja, bitte. Ne, kein Fall. Ja, bitte, meine Mami. Dankeschön. So, machst du mal diese Karten da auf? Okay. Soll ich das mal abpassen? Hab's aufgemacht. Ich bin im Büro. Lara, kannst du schon Lara schreiben? Ja, danke. Kannst du mir mit den Einladungen schnell helfen? Ich weiß nicht, ob ich die Becher mache. Michelle! Die Michelle ist gekommen, um uns zu helfen. Die Sophie ist auch hier. Sie schaut hier, ob wir das auch alles gut machen. Hallo! Was ist, stresst du rum oder was? Sophie, was guckst du mich so an? Ja, ich gebe hier an und die Michelle schreibt. Also Emila und Siri sind noch. Der Luca. Luca? Okay. Luca ist dabei mit der Freundin. Mit der Freundin. Ja. Ist das ein Mädchen? Nein, ein Junge. Aua, das haben wir wehgetut. Wehgetut. Tut, wehgetut. Ja, man sagt aber bester Freund. Bester Freund? Ja, die Lilly ist deine beste Freundin und der Luca ist dein bester Freund. So, Lara, fertig. Packst du das ein? In meine Tasche? Ja. Aber ich meine, ich will hier Namen. Ich helfe dir morgen. Okay. In der Früh. Sehr gut. Schau dir mal diesen Traummann an, oder? Kommt von der Arbeit, kocht und jetzt macht er Wäsche. Ist das jetzt kaputt gegangen? Ja. Ja, das glaube ich nämlich auch. Oder was? Au! Nein, ist ja nicht kaputt. Luisa, wie wär's mit Bausteine aufräumen? Bitte. Mia. 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 Willst du mit mir spielen? Willst du mit mir spielen? Miau. So, jetzt werden die Mäuse ins Bett gebracht. Schaut mal, wie sie sich. Zähneputz? Ja. Brav. Lara, Schnuller auspucken. Wie sollst du denn so Zähne putzen? Raus. Lara, komm weg damit. Bravo. Wow. So tüchtig machst du das. Ja, ja. Wow. Komm mal auf die Tür. Lea? Oh Mist. Oh. Super machst du das. Darf ich auch mal? Super, dann ausziehen. Ich mach auch mal. Wow.
Die Mami putzt auch noch. Ein Mami putzt nicht. Mami putzt sehr gut. Hey, meine Lieben, ich habe gestern total vergessen, mich vom Vlog zu verabschieden. Es ist schon nächster Morgen und ich bin genau so eingeschlafen, geschminkt. Ich war gestern einfach viel zu müde, deswegen habe ich mich auch gar nicht verabschiedet. Nein, geh runter, du bist drin. Wir waren gerade Gassi und das ist draußen ein bisschen gatschig. Ja, unten bleiben. Gut, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht gleich weiter für mich im nächsten Vlog. Ja, so. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis morgen.